Na gut, dann können wir ja auch wieder leicht aufstehen. Brauchen wir jetzt ja nicht zu kriechen. Was haben wir hier für eine Spur? Müssen wir mal kurz gucken. Maultierhirsche. Also Maultierhirsche haben wir hier mehr als genug. Nur nicht das, was ich brauche gerade. Nichts zu sehen, nichts zu sehen. Nichts zu sehen. Ja, sagt, wo sind wir denn noch am Rand? Wir begeben uns trotzdem mal zu meiner Markierung, weil ich denke mal, das war da. Was sehen, ich bleib ab und zu immer stehen, habe ja mein Jagdgespür an, um zu horchen, ob sie vielleicht irgendwo liegen, sich bewegen, damit ich überhaupt mal irgendwo was finde. Brauchen ja eigentlich nur noch das Weibchen, das Männchen haben wir ja jetzt schon. Kann ja eigentlich nicht so schwer sein. Wir kriegen das schon hin. Ich habe da volles Vertrauen zu. Aber die waren ja hier vorne, also müssen sie ja irgendwo sitzen oder liegen, äsen, ach was weiß ich, was die alles machen. Nee. Natürlich ab und zu mal durchs Handglas gucken. Nee, nix, nix, nix. Ja, so ist es natürlich bei der Jagd. Es ist ja nun kein Shooter-Spiel, dass man hier losschießen kann wie bekloppt. Ah, was haben wir denn da? Ah, es ist ein Maultierhirsche. Ich brauche keine Maultierhirsche. Ein Dreier. Ob ich den mal probiere? Komme ich jetzt zwar von meiner Mission ab, aber das ist ja eigentlich mal ganz kurz egal. Jetzt habe ich nicht geguckt, wie viele Meter, aber ich denke mal... Der liegt. 1A-Schuss, muss ich sagen. Das tipptopp. Also, denke ich mal. Ja, jetzt rennt die Maultierhirsche jetzt weg. Das ist ja egal. Sind zwar jetzt von unserer Mission mal kurz abgewichen, aber das ist ja jetzt nicht allzu wild. Das könnte ein Wirbelsäulentreffer gewesen sein, weil der lag ja eigentlich sofort. Ja, wir wollten ja eh zu unserem Punkt da drunter. Also passt das ja eigentlich auch. Na ja gut, die Weißviertelhirsche sind jetzt natürlich dann auch weg. Falls sie hier irgendwo unten waren. Aber ich will euch ja nicht im ganzen Stream hier nur die Weißviertelhirsche hinterherrennen. Sondern ich will euch auch ein paar Abschüsse zeigen. So, wo lag denn der jetzt hier? War noch hier unten irgendwo. Jagdgespür habe ich an. Müsste er eigentlich hier irgendwo liegen. Ja, das ist natürlich, wie gesagt, man müsste das auf der Karte, wie bei Call of Duty, vielleicht einen kleinen Punkt sehen, wo man den geschossen hat. Also das wünsche ich mir halt, wie gesagt, noch, dass sie das vielleicht noch mit einbauen oder so. Weil sonst sucht man sich ja dumm und dämlich. So, wo lag der denn jetzt? Muss doch hier irgendwo liegen. Oder bin ich schon vorbeigelaufen? Nee. Ich habe zwar das Jagdgespür an, man müsste ja eigentlich... bisschen was sehen. Warte mal, wir waren da oben. Noch weiter nach unten? Nee, kann ja nicht sein. Muss doch hier irgendwo liegen. Und jetzt geht das große Suchen wieder los. Wo ist das Tier? Ah, hier. Hier leuchtet irgendwas auf. Aber das ist wahrscheinlich auch nur Bedürfnisgebiet. Ja, ein Dachs. Liegt denn mein Tier? Was ist das hier? Ah, wie ist er? Hier liegt's. Ah, also schon eine ordentliche Blutspur, muss ich sagen. Also ich kann jetzt nicht meckern. Oh, mal gucken, wo wir ihn getroffen haben. Ah, ja, genau, im Rücken. Ins Rückgrat haben wir ihn geschossen. Zack.
Ja, gibt natürlich den Punkt Abzug, ist natürlich ein bisschen logisch, weil eigentlich das schießt es ja in die Lunge. Aber passiert, wie gesagt. Aber die könnten wir doch eigentlich ausstopfen. Gefällt mir eigentlich, hat ein gutes Geweih. Das ist ein Dreier, warte mal, wir können ja oben nochmal weiterschalten zur Übersicht. Ist eine Dreierbewertung. Ist eigentlich ganz gut, also würde ich schon ausstopfen wollen. Was haben wir noch? Ja, 163,3 Kilo. Ja, Verlust durch den Schuss. Aber, ja, den tue ich mal ausstopfen. Gut. Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz in den Chat. Also das Game ist tipptopp, also ich kann nicht meckern. Die Grafik ist 1A. Spielsteuerung geht. Wie gesagt, man muss sich einfuchsen. Und ein Unterschied zu Call of the Wild. Ja, sehe ich in dem Punkt nicht großartig. Also gut, vieles ist ein bisschen realistischer gemacht als bei Call of the Wild. Ich wollte jetzt nicht so schnell rennen. Aber wie gesagt, ich kann nur jedem empfehlen, sich das Spiel zu holen, wer gerne jagen geht. Also ich finde es echt cool. Echt gut gemacht. So. Wo wollen wir denn jetzt hingehen? Guten Abend, Lederhose-Zombie. Einen wunderschönen guten Morgen. Kann man noch guten Morgen sagen? Einen wunderschönen guten Tag, sage ich mal so. Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Richtung, um uns vielleicht wieder auf unsere Mission zu konzentrieren, dass wir unseren weibliches Weißwedelhirsch schießen. Natürlich, wenn das jetzt nicht so ist, dass wir da jetzt gehen schießen, ist jetzt natürlich auch nicht so wild. Dann schießen wir uns halt das, was jetzt uns vor die Flinte läuft. So, laufe ich noch? Ich würde da eher noch ein Stück weiter nach da laufen. Warte mal, wir setzen mal eine neue Markierung. Weiter ranzoomen. Hier ist so ein Hügel, so ein Berg. Ich würde eher sagen, dass wir mal hier, warte mal, ich war jetzt Markierung hier setzen, dass wir uns mal dahin bewegen. Die ist natürlich dort. Ah, ist wieder auf dem Berg. Egal, wir gehen dorthin. Die Hunter Pro müsste Waffenklasse, wenn ich mich jetzt nicht täusche, sein 4 oder 5. Ja, dazu müsste ich in die Lodge reisen, um dir das genau zu sagen. Oh ja, unten haben wir eine Spur. Was haben wir hier für eine Spur? Ich höre doch schon wieder irgendwas. Aber zeigt es mir noch nicht an. Okay. Hier haben wir eine Spur. Maultier, das ist natürlich wieder das, was wir nicht brauchen. Höre ich nicht. Das Gute ist, wenn man, ich weiß nicht, ob ihr das auch hört, aber man hört im Kopfhörer, also in meinen Kopfhörern, auch schon die Schritte der Tiere. Das ist schon echt gut. Ja, hier ist zu waldig. Was da hoch wollen, habe ich markiert. Ja, da werden wir natürlich keine Tiere schießen. Da müssen wir noch mal kurz den Weg abändern. Und gehen. Wir könnten natürlich auch hier hinreisen, aber hier habe ich noch keine Jagderlaubnis. Hier unten war ich da auch schon mal. Hier habe ich aber kein Bedürfnisgebiet gesehen. Das ist natürlich nicht gut. Dass wir uns wieder auf die Straße begeben, weil da sind eigentlich meistens immer die Bedürfnisgebiete. Mal gucken. Wir kriegen das schon hin. War doch der Weg war mit dem Fluss. Ja. Ob ich schon einen Elch geschossen habe? Nee, ich habe schon einen Bären angeschossen. Ach, hier unten sind da.
Natürlich sind das zwei Maultierhirsche, gut, die brauchen wir jetzt natürlich nicht. Wie gesagt, ich habe schon einen Bär angeschossen, aber da bin ich. Ich glaube, eine halbe Stunde lang habe ich die Blutspur verfolgt und dann war auf einmal die Blutspur weg. Und ja, da stand ich dann da wie Max in der Sonne. Entweder habe ich den Bär nicht gut getroffen. Jetzt brauchst du auch nicht mehr langsam laufen. Aber das war schon sehr, sehr eigenartig. Ja, Maultier, das Weibliche, die rennen jetzt eh weg. Müssten aber eigentlich da vorne wieder halbwegs stehen bleiben, weil jetzt Verhalten ist schon wieder ruhig. Würde ich sagen, schießen wir einfach noch ein paar Maultierhirsche. Ich weiß gar nicht, welche Waffenklasse hat denn der Elch? Müsste doch eigentlich auch 5 oder 6 haben, der Elch war. Dass wir irgendwo eine freie Fläche. Gut, jetzt ist das Jagdgespür wieder weg, also müssten die hier unten irgendwo stehen jetzt. Jetzt haben wir nur Wald hier. Sehe ich wieder natürlich nichts. Nichts sehe ich da. Jetzt sagen wir, gehen mal in die Hocke und schleichen uns mal nach unten. Wir können ja bloß hier drüben irgendwo stehen. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwas hier durchsehen. Nein. Hier vorne irgendwo sein. Schleichen uns mal hier ein bisschen runter. Weil ich höre es ja in den Kopfhörern, dass sie irgendwo sein müssen. Sehe ich hier irgendwas? Soll ich hier irgendwo stehen? Das da? Ist das ein Bär oder ist das bloß ein Riesenstein? Okay. Sah halt so aus wie so ein Bär, der gerade frisst. Wir gehen mal langsam weiter nach unten. Müssen wir hier irgendwo stehen? Hier mal versuchen mit einem Lockruf. Einfach mal probieren, wir kriegen das schon hin. Nehmen wir mal das Fernglas noch mal. Und ein Jagdgespür aus und gucken mal. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Sieht es hier aus in der Richtung? Nichts zu sehen. Nichts zu sehen. Ah, das ist ärgerlich. Müssen ja hier irgendwo sein müssen. Nach dem letzten Mal gucken, habe ich ja gesehen, waren wieder ruhig. Also müssen sie ja irgendwo hier lang gelogen sein. Hier irgendwo ein Bedürfnisgebiet vielleicht von denen. Aber manchmal trinken sie hier auch an den Flüssen. Aber ich sehe nichts. Also zeigt mir zumindest nichts an. Ich dachte, da läuft was, aber das war der Ast. Wir gehen mal den Weg hier weiter. Dann mal der Weg teilt sich wahr, ja.
Ich würde sagen, wir gehen den Weg mal hier lang. Und zwar, hier sieht es so gut aus. Ich würde sagen, wir gehen mal dahin. Oh, jetzt habe ich mich gerade erschrocken, es ist gerade eine Fliege hier vorbeigeflogen. Wir finden schon noch was. Allerdings habe ich an. Mal gucken. Müssen ja hier irgendwo runtergerannt sein. Weg können sie natürlich nicht sein. Manchmal sitzen sie ja auch in den Wäldern drin. Aber ist jetzt gerade nicht so. Stehen, ne? Das zeigt es mir auch nicht an. Eigentlich hätten wir auch mit dem Auto fahren können. Man kann sogar die Tiere mit dem Auto überfahren. Ey, das ist auch echt cool. Kriegt zwar übelst viel Punktabzüge. So, was haben wir denn hier? Maultierhirsche. Sehr gut. Auf 200 Meter. Ich habe es ja gesagt, weit können sie ja nicht gerannt sein. Was haben wir hier? Wir haben hier ein weibliches. Dann haben wir hier. Na. Ein weibliches Jungtier. Nochmal weiblich. Wir gehen mal in die Richtung. Und nochmal weiblich. Es wäre natürlich jetzt schön, wenn das Weißwedelhirsche gewesen wären, weil dann hätte ich meine Mission schon abgeschlossen. Ah, egal, wir schießen jetzt einfach mal. Versuche mich noch ein bisschen ranzupirschen hier. Ist noch ein Weibchen. Alles noch Weibchen. Ja, nicht wegrennen. Bleib mal schön hier bei mir. So, dann nehmen wir den hier vorne gleich. Es sieht doch noch ein bisschen lustig aus, wie sie wegrennen. Also das sieht auch, wie soll ich sagen, ja, sehr eigenartig aus. Gut, dann sprinten wir mal hinterher hier, wenn wir unser Tier finden. Schuss war ja eigentlich gut platziert in die Lunge. Dürfte also nicht allzu weit weggerannt sein. Ich will aber das Bedürfnisgebiet hier noch aufdecken, weil die haben ja hier gefressen. Damit ich das beim nächsten Mal gleich weiß. Mal gucken. Jetzt geht das große Suchen wieder los mit der Blutspur. Hier waren sie. Das ist ja hier irgendwo die Blutspur sein. Ja, da haben wir sie. Ne, das war nur. Okay, das ist der Urin. Was haben wir hier? Ne, das ist keine Blutspur. Ah, das ist immer noch so. Hier ist was. Ne, habe ich mich jetzt doch. Was haben wir hier? Haben sie hingekotet. Das geht das große Suchen wieder los. Da muss ich sagen, das ist bei Call of the Wild ein bisschen besser gemacht. Hier vorne war noch was. Hier vorne hat was geleuchtet. Langsam, okay. Distanz im Lauf 50 Meter. Also muss irgendwo 50 Meter ist es nur noch bekommen. Das heißt, da hinten leuchtet was hoch, das ist schon mal gut. Muss es ja hier irgendwo sein. Kann nicht allzu weit gekommen sein. Hier ist eine Blutspur. Ja, mal wieder inne. Na gut, man kann ja durch das Skillen, wartet mal, ich zeige euch das mal.
Man hat ja hier auch, der hier Kammerschuss habe ich jetzt schon erreicht. Wenn man das natürlich ein bisschen hochskillt, sieht man wahrscheinlich bei den Blutspuren und das andere natürlich ein bisschen besser. Also gehe ich jetzt mal davon aus, dass es so ist wie dann auch bei Call of the Wild. Aber jetzt sehe ich ja schon wieder ein bisschen besser, wo das Tier auch überall blank gelaufen ist. Ist natürlich bei dem Spiel kann man natürlich nicht so die Fähigkeitspunkte ausgeben wie bei Call of the Wild. Man schaltet das einfach nur so frei. So. Muss ich mich immer wieder konzentrieren, wo mein Maultierhirsch hingerannt ist. Durch die Sonneneinstrahlung sieht man das jetzt wieder ein bisschen schlecht. Hier oben wäre was. Muss ich mal kurz hinsprinten. Hier ist. Aber eine Dachsspur. Nee, ich wollte keine Dachsspur haben. Ich muss wieder auf meine Blutspur noch mal suchen. Die ist hier unten. Zwar hier lang. Geradezu ist es. Gegen den Boden wahrscheinlich. Ja, hier lang ist es. Und dann hier lang. Hier sieht man es. Hier sieht man es. Hier lang. Ah, da oben. Hier oben sollte das Tier liegen. Oder? Ah, da oben blinkt doch was. Wir finden das schon. Kann ja nur noch nicht so weit weg sein. Es sind doch mehr als 50 Meter. Ah, hier unten kommen die Tiere wieder. Und hier liegt's. Wo haben wir es geschossen? Lungenflügel links. Oh, 141 Spieldollar. Das geht schon. Kann man schon mal machen. So, wir verkaufen das natürlich. Weil Weibchen wollen wir nicht ausstopfen. Wo sind sie? Erschrocken auf 100 Meter. Die müssen doch hier unten irgendwo rumrennen. Was haben wir hier unten? Ah, hier. Da rennen sie noch rum. Ja, rennt ruhig rum hier. Ist natürlich logisch, dass wir jetzt erschrocken sind. Ich habe ja auch gerade geschossen und bin gerannt. Aber ich würde mich wieder hinhocken, um zu gucken. Vielleicht beruhigen sie sich wieder. Immer noch erschrocken, 250 Meter männlich. So, jetzt rennt hier unten noch eins rum. Wenn ich es dann wieder finde. Gehen wir hier oben weiter. Die können ja los wieder. Hier hinter dem Hügel wieder sein. Das nehmen wir natürlich auch gleich noch mit. Oh, ich sehe noch nicht. Bisschen langsamer laufen. Wir nehmen mal das Fernglas. Das ist natürlich besser als die Waffe. Jetzt klingelt doch noch mein Handy, kann aber jetzt nicht rangehen. Wir kriegen das Tier schon. Oder die Tiere, sag ich mal so. Na, wo sind sie denn? Nee, jetzt nicht. Momento, ich muss mal ganz kurz an das Telefon gehen, bin sofort wieder da. Bin wieder da. Entschuldigt bitte, dass ich musste da jetzt ganz kurz rangehen. So. Oben hat man eigentlich eine ganz gute Sicht. Die müssen ja jetzt hier unten irgendwo wieder rumsitzen. Das ist ein bisschen zu hoch. Hier ist ganz schön steinig. Wir gehen mal hier auf die Anhöhe. Da, 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 da.
müssen hier unten irgendwo sein. Oder hier zumindest um eine Ecke gelaufen. Dazu haben wir natürlich einen kleinen See hier unten. Mal gucken wir mal. Ich will ja auch nicht runterfallen. Naja, hier sind sie nicht lang. Hier sind es nicht, aber die müssen doch hier irgendwo sein. Oder sind die hier hochgerannt? Ne, hier sind sie auch nicht. Dann sind die bestimmt wieder hier lang zurückgelaufen. Bestimmt wieder zu ihrer Fressstelle. Na gut, ich würde sagen, wir reisen mal ganz kurz. Ich zeige euch mal noch die Lodge. Reisen wir noch mal kurz dahin. So. Dann können wir nämlich erstmal noch schnell unser Maultierhirsch ausstellen. So. Welche Waffe ich schon habe, das ist kein Problem, kann ich euch zeigen. Also ich habe, wie gesagt, Standard ist ja, wenn man das Spiel anfängt, Opas altes Gewehr. Dann habe ich die Remington. Das ist natürlich Waffenklasse 5. Den Bonser habe ich, also ich, das ist schon die Schrotflinti. Und dann habe ich die Pro Hunter 2, Waffenklasse 5 übrigens. Fernglas, wie gesagt, das ist das, was man dazu kriegt, wenn man startet. Das ist Standard. Und dann gibt es die Erweiterung. Das. Und man kann ja natürlich, wie gesagt, Shop hat man ja auch noch. Dann sind hier im Shop die ganzen Waffen. Ich habe, wie gesagt, ich besitze erst die beiden hier. Dann war ein Hunter Pro nur. Scout. Monoblock. SM12. Waffenstufe 6, das ist natürlich Waffenstufe 6, okay. Das besitzen wir ja schon, das ist ja Standard. Das Dinger 22 und dann hat man hier die Flintner. Gibt es natürlich nur drei. Ich denke mal, dass es irgendwann dann mal auch Updates gibt, dass man vielleicht mehrere Waffen dann kaufen kann. Also ich bin da gut in guten Dinger. Hier kostet gleich mal 11.000, ey. Das ist natürlich. So, Ausrüstung. Halt, müssen wir hier gehen. Ferngläser hat man. Aber ich denke, das habt ihr in dem Video schon von Jens schon gesehen, der euch das alles vorgestellt hat. Und dann hat man noch Anbauten. Flexvisier, Kilme und Kornvisiere. Da habe ich eigentlich auch schon. Ich habe das 3x15x50 habe ich mir schon geholt. Also das höchst etwas höhere. Ich denke mal, dass da mit der Zeit dann auch ein paar Erweiterungen kommen. So, und das sind hier, wie gesagt, nochmal die Grenzen, die man dazu kaufen muss, um auf den anderen Jagdgebieten, wie zum Beispiel, ich gehe mal weiter raus, hier zu jagen und dort und gleichfalls wie unten, dass man da jagen muss, braucht man, wie gesagt, die Jagdgebiete. Gut. So, dann gehen wir nochmal unseren. Stellen wir den denn jetzt aus? Können wir den hier ausstellen? Oder ist der so? Ah ne, hier können wir nur Dachse ausstellen. Nee, wollte ich nicht. Wartet mal, wir haben ja hier noch andere Dinge. Ich würde sagen, wir stellen wir mal hier aus. Ach, das ist ein Elch. Nee, das haben wir geschossen, weil Petit hat man doch geschossen, wa? Ich habe den doch ausgestoppt. Oder ist das zu klein? Ah ja. Den hängen wir natürlich hier hin. Welche Pose nehmen wir? Wir nehmen den. Das sieht gut aus. Das war unser Dreier, genau. Hey, du sollst ihn doch ausstellen.
hier, es kostet noch Geld. So. Hätten wir unser Maultierhirsch, was wir geschossen haben, schon ausgestellt. Ein schönes Geweih, muss ich sagen. Echt gut. Echt schön.